Jedenfalls habe ich mich euch noch gar nicht vorgestellt. Also beziehungsweise das geht eher so in Richtung der Söldner. Ich bin Ragnar, ich bin ein früherer Weggefährte von eurem Captain Jarlan. Also, ich habe zum Beispiel schon mit ihm, obwohl das würdet ihr mir nicht eh nicht glauben, wenn ich euch das erzählen würde. Ich heiße auf jeden Fall Ragnar. Ich bin ein einfacher Mann. In den Straßen, ähnlich wie ihr, bloß dass ihr alle deutlich kräftiger seid als ich wahrscheinlich. Lächelt alle mal so ein bisschen an und meint, nicht, dass ihr denkt, dass wir hier irgendwie auf dem falschen Bein stehen. Ich habe tatsächlich, falls ihr die Geschichte schon mal gehört habt, zusammen mit Ragnar, zusammen mit Jarlan, Belharion Menning den Arm abgeschlagen. Schaut dann mal vor allem zu Bisfra wohl, was der für eine Miene dabei macht. Ja, die anderen fragen dich erstmal, wer Belharion Manning ist. Die Ihr kennt normalen Belharion Söldner. Manning nicht. Tut mir leid, wer soll das sein? Der Hochgeweihte der Blutritter, ein Diener des Gegenspielers von Rondra und ich glaube auch Chor. Schaut mal Fragen zum Chorgeweihten. Ei. Er ist verflucht. Er war so schwach und schloss einen Pakt mit dem jenseitigen Mordbrenner. Richtig. Sein Und den Leben haben ist es wir. nicht wert. Nun, auf jeden Fall haben wir ihm seinen Arm abgeschlagen auf der Blutspitze. Denn, wenn ich das noch in richtiger Erinnerung habe. Also man könnte mich schon als Held bezeichnen. Aber auf jeden Fall, es freut mich, euch alle kennenzulernen. Ja, schön dich kennenzulernen. Ich bin Jaroslaus. Die sehen jetzt nicht so aus, als wäre die krass irgendwie beeindruckt von mir, oder? Ja, doch, die grinsen so ein bisschen und nicken anerkennend, nachdem das dann erklärt worden ist, weil ja mit so einem Belharion Menning oder Paktieren haben diese bisher wenig zu tun gehabt. Das sind dann auch keine Veteranen von irgendeiner Dämonenschlacht gewesen. Und Okay. Sabine lächelt hier immer so ein bisschen zu, du kannst ihre schiefen Zähne sehen. Und auch wenn sie dir gegenüber sitzt, kannst du sehen oder vor allem kannst sie riechen. Oh, und sie stinkt so widerlich. Und er sieht auch nicht ganz so gut aus, so ein paar Seepocken, die sie im Gesicht hat, aber naja. Ja, das Lächeln wird erwidert, der Geruch wird ignoriert und man würde da jetzt. Selbstbeherrschungsprobe. Ach komm. Ja, ich erschwere sie dir einmal um drei für das Aussehen und einmal um drei für den Geruch. Kotzt sich da gleich auf den Tisch oder was? Ja, da ist sein Lächeln halt ein bisschen schief und gekünstelt. Minimal. Ja, sie ist kurz verwirrt, aber sie ist echt eklig. Naja. Sagen Sie jetzt ein bisschen Geld auf den Tisch legt. Ja, nach und nach wechseln so ein paar Kreuzer, Eisenmünzen den Besitzer und ihr könnt dann anfangen mit so einem kleinen Polterndeck, wo ein paar Karten fehlen und ein paar Karten doppelt sind. Das warst du. Würfel mal Brett- und Kartenspiel oder falsch spielen. Aber ich bin ein guter Mann, ich mach doch kein Falschspiel. Okay, dann Brett- und Kartenspiel. Zumindest fällt es dir auf, dass da Karten doppelt sind, einige fehlen und ja, das kannst du dann für deine Sache nutzen. Du kannst den aber auch extra so mischen, dass die anderen gewinnen, je nachdem, wie du es gerade möchtest. Alles klar, ja, also ich würde das dann halt schon so fair mischen, aber mit allem guten Können, was man da beim Boltern jetzt an den Tisch legen kann. Das ist ähnlich wie Pokern, oder? Oder Boltern ist Poker. Genau, ja, dann würde ich da halt mit der Strategie, die mir gegeben ist, arbeiten, aber ohne da irgendwelche Karten zu vermischen oder zu schummeln. Kein Problem. Ja, dann, was ist dir mit den anderen? Wollen die zu Ragnar? Oder wollen die nach oben? Nach oben, würde ich sagen. Ich würde noch ein bisschen bei Yalan bleiben und einfach gucken, ob es ihm besser geht mit seinen Wunden und so. Und dann auch zu den anderen zurück. Genau, dann gehen wir erstmal nach oben. Da geht er nach oben. Ja, haben so ein paar Söldner auch unten bei der 24 beim Brückenturm Aufstellung genommen, wenn ihr das wollt. Die Leichen liegen immer noch aufgestapelt, aneinandergereiht auf dem Oberdeck. Helmer Hakenhand, der dann seinen zerstörten Körper hat, wird dann auch noch auf die andere Seite geräumt. Also, dass es ein bisschen sauberer ist. Die vor allem thulamidisch-nubadischen Söldner werden die Otzen und die Aale bemannen, so sie es denn können, und immer in Richtung Strudel blickend oder in Richtung Horizont, sodass ihr nicht angegriffen werdet.
Und ihr geht die Treppe nach oben in Richtung Steuerbau mit Perainiane und Xyleste. Götterknechte. Seid still. Wir haben neue Befehle für euch. Ja. Ihr fahrt wieder Richtung Valusa, dort wo ihr gestern erst angekommen seid. Und ihr werdet etwa 8 bis 10 Meilen südsüdöstlich davon patrouillieren. 8 bis 10 Meilen? Dann sind wir zu sehen. 30 Meilen auf der offenen See. Ich schau mal zu Elfadaios, ob das so hinkommt. Ja, das kann gut sein. Es kommt auf die Wetterverhältnisse an. 30 Meilen klingt gut für den Anfang. Gut, also wir werden uns gerade so außer Sicht weiter aufhalten. So soll es sein, Meister. Danke, euch anerkannt zu haben, Mandy Jam. Kein Stück. Sie spielt nur mit euch. Bringt uns beide um. Erlöst uns. Sie spielt nur mit euch. Wie war dein Name? Rainiane. Rainiane. Sie ist ja meine Zwillingsschwester. Wir wurden gemeinsam an das Schiff geschmolzen. Und ihr wart einmal Menschen? Ja. Wir sind immer noch Menschen, aber es tut weh. Es tut weh, ich spüre, wie das Schiff durch uns zieht. Ich kann das Unwasser in mir brodeln spüren. Das Schiff ist meins. Ich bin das Schiff. Rainiane, können wir dich da irgendwie rausholen? Deine Schwester möchte ja wohl hier bleiben. Ja, ihr könnt uns nicht mehr trennen. Und jetzt seid ihr ewig auf dieser Arche, bis sie versenkt wird? Ich weiß nicht. Ich kenne das Schiff und ich kann versuchen, es zu beherrschen, aber Xyleste ist stärker. Wir wurden gemeinsam hier reingeschmolzen. Wir sind verbunden. Zwillinge. Ohne mich war sie nicht fähig, es zu kontrollieren. Jetzt schafft sie es umso besser. Du kannst doch keine Geweihte töten. Meine Schwester ist geweiht. Reine. Die Herrin der Apfelbäume. Möchtest du einen? Du siehst, wie er sich einer der verzweigten schwarzen Blätter und Zweige nach unten neigt und ein modriger Apfel aus dem Baum hinaus wächst. Einige Maden und Würmer, die darauf entstehen und sich in das Innere fressen und das gelbe Innere dann präsentieren und der Apfel dann vor dir zu Boden fällt. Es sei denn, du möchtest ihn fangen, das würde dann auch gehen. Nimm dir einen Apfel. Ich fange ihn oder ich würde ihn auch abpflücken, aber dann erstmal keine Anstalten machen, den zu essen. Ja, es ist ziemlich sapschig. Lässt auch so Abdrücke dann von deiner Hand auf der äußeren Schale. Und du spürst, wie dich gerade dann so ein Wurm auf der Innenseite dann nach außen drückt und deinen Finger versucht wegzudrücken. Hörst schmatzende Geräusche. Aber Rainiane, sag mir, wenn du das Schiff spürst, war vorhin zwischen den Planken und ich habe dort eine Frau gesehen. Eine ich glaube, sie war Kapitänin von einem der Schiffe, die die Arche gefressen hat. Das. Vergiss sie. Vergiss sie. Du hast die Herzogin erblickt. Die Herz. Ich dachte, sie wäre der Kapitän dieses Schiffes gewesen. Der Kapitän? Es gibt keinen Kapitän. Ha, ich bin der Kapitän. Aber die Herzogin habt ihr vorhin schon erwähnt. Wer ist sie? Sie ist die Herzogin der Nachtblauen Tiefe. Charybdorat. Sprich ihren Namen aus, Schwester. Hm.
Und Dijan, ich will dich mal etwas fragen. Ja? Würde ich dich geleiten, mit mir die Treppen runterzugehen? Ja, ich folge auf jeden Fall. Oder ist dann ja wahrscheinlich auch Fiona irgendwo? Jo, ich stehe auf der Treppe, wie mir gesagt wurde, und pass auf. Ihr könnt dann, wenn ihr die Treppe wieder rumgeht, könnt ihr auch hören, wie sie sich wohl weiter streiten über irgendein Gespräch. War ein geflüstertes Galk zu. Also ich glaube, diese zwei Schwestern, die... Es braucht ja mehr als eine Person, um dieses Schiff zu kontrollieren. Und ich vertraue den beiden nicht. Natürlich nicht. Sie sind Ungeschaffene, die von diesen... Ich weiß nicht, vielleicht stimmt der Teil, was sie sagen, dass sie einmal Menschen waren. Vielleicht sind sie so etwas wie... Erinnerst du dich? Ach, mir kommt vor, als wäre es ewig her. Dieser Legionär, gegen den wir kämpften. Vielleicht sind sie etwas Ähnliches, dass nun ein Mensch mit einem Ungeschaffenen verschmolzen. Das will ich nicht ausschließen. Aber ich glaube, jetzt ist es zu spät, als dass noch ein Stück Menschlichkeit in ihnen ist. Ja, das. Dann können wir sie nicht mehr erlösen. Das bezweifle ich. Vielleicht können wir ihrem Wunsch nachkommen und sie, töten, sodass sie in den Äthraschen gerissen werden. Aber ihre Seelen sind verloren. Ja, aber wenn wir sie töten, dann. Irgendjemand muss ihren Platz einnehmen. Und. Prinzipien, wenn du der Kapitän bist, ich weiß nicht, ob ich diese, wie war ihr Name, Celeste? Sie ist der böse Zwilling, wenn wir ihn, kann ich irgendwie ihren Platz übernehmen? Bist du noch bei Sinn? Du willst ihren Platz übernehmen? Wieso denn das? Ich weiß nicht, das Schiff hat mich ja schon mal irgendwie geschluckt. Und ich hab das Pulsieren gespürt von dem Herzen. Neben dir steht plötzlich die Maraskanerin Ephadaios. Nein, ich glaube, ich muss dir die Regeln noch einmal erklären, mein Prinz. Du musst das Schiff nicht verschmelzen. Es hat bereits die Steuerfrauen. Gib ihnen einfach ein paar Befehle und sie muss dir gehorchen. Dieser da, sie deutet auf Brindigi an. Er kann es zwar auch kontrollieren mit meinem Schwert, aber in deinen Händen wäre es, glaube ich, noch mächtiger. Du musst nicht mit dem Schiff verschmelzen. Gib den Frauen einfach einen Befehl und sie bringen dich von A nach B. Dazu bringen die Jan einen kurzen Moment still, aber die Frau auch sieht. Eine Reaktion. Ja, Brindigen wartet auf eine Antwort von Ephadaios. Was meintest du? Wie kommst du auf diesen einzigartigen Gedanken, dich mit ihnen verschmelzen zu wollen? Dieses Pulsieren, was du gesagt hast, das spüren wir doch alle. Das muss dieses Herz der Arche sein. Aber wir sollten die beiden nicht, wie auch immer, ich nenne es mal, töten, solange wir sie noch brauchen. Wenn wir die Arche nicht mehr brauchen und sie irgendwann einmal versenken werden, dann können wir das immer noch tun. Ich habe bloß die Befürchtung, dass sie uns in eine Falle locken. Hast du das Schwert schon untersucht mit Magie, deinem dritten Auge? Nein, ich bin noch zu schwach. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, was ich darin sehen werde. Aber ich brauche noch ein paar Tage Ruhe, bevor ich das nun intensiv einmal tun kann. Okay. Dann kümmer du dich um das Schwert und pass auf, dass niemand anfasst. Vor allem Myria nicht. Und Yalan auch nicht. Und ich werde aufpassen, dass die zwei Steuerfrauen uns nicht verraten und den Kurs, den wir ihnen befohlen haben, einhalten. Aber sei du auch vorsichtig. Es ist gut, wenn jemand sie im Auge hat, aber nur in die Ungeschaffenen. Du weißt nie, was für eine Strategie sie verfolgen, um dir zu schmeicheln und dich an sie zu binden. Ja, ich werde versuchen, nicht auf ihre
Worte zu hören. Blicke einmal dorthin, wo die Maraskanerin ist oder gerade eben noch war. Ja. Ich werde schauen, ob Effert mir irgendetwas sagt. Oh Mann. Und damit gehen wir in eine Pause. Die Dämonenarche hat sich mittlerweile wieder in Bewegung gesetzt auf Befehl des Kapitäns. Aktuell, Brindigian, zucken die Spinnenbeine wieder über die Wasseroberfläche und tragen euch höchstwahrscheinlich in Richtung Norden weg vom Strudel. Und das sorgt für Verwunderung bei den Matrosen, Angst, Erleichterung, sehr gemischte Gefühle. Mit dem Zucken der Beine, dem Einsetzen der Bewegung, erwacht dann auch wieder Yarlan, der sich wiederfindet in einem Bett Seide um dich herum und du kannst neben dir Myria am Bett erfinden. Au. Ihr seid wieder ohnmächtig geworden. Warum liege ich im Zimmer des Magiers? Weil der Kapitän gesagt hat, dass das eine gute Idee ist. Der Kapitän. Ja. Welcher Kapitän? Der Kapitän ist tot. Nein, der neue, der jetzt den Dreispitz auf dem Kopf hat. Ich fasse mir auf den Kopf, wo ist mein Dreispitz? Ja, das solltet ihr vielleicht selber herausfinden. Aber wenn es euch wieder gut geht, passt auf euer Bein auf, ihr seid immer noch verwundet. Himmels Willen. Ja, sie lässt sich dann auch alleine in dem Bett zurück. Aufsitzige Kleine. Mach die Tür wieder auf, Tür wieder zu, hörst wohl, wie sie draußen spricht. Brindigian, Ephadaios und Fiona kommen gerade die Treppe wieder nach unten. Ja, dann ist wieder wach. Kommentiert sie das einfach so. Gut. Das freut mich. Ja. Kann er schon wieder gehen, oder? Ich habe keine Ahnung. Dazu noch zu früh. Weiß ich nicht, ich bin wieder rausgegangen. Ich sollte sein Bein auf jeden Fall schonen. Ich habe es zwar verbunden, aber bis so gut ist. Ja, so wie ich ihn kenne, der sture Bock wird gleich wieder aufstehen und fragen, wer der neue Kapitän ist. Sie grinst so ein bisschen zu Brindigian und dem Dreispitz, den er jetzt auf dem Kopf hat. Hat er nicht auf dem Kopf. Hat er dann abgenommen, trägt ihn, wenn dann in der Hand. Okay, gut. Ja, ich schätze, wir werden gleich 2 Stunden Gläser zurückbrauchen zu unserer alten Position. Bis dahin sollten wir uns einen Plan zurechtlegen. Aber ich verstehe das jetzt richtig, dass diese beiden Frauen, Mädchen, was auch immer, das gesamte Konstrukt hier lenken können? So scheint es zumindest. Ich weiß nicht, wie weit man sie bewusst steuern kann und wie viel sie noch selbst entscheiden, aber es scheint so, dass sie alleine das Schiff steuern, ja. Was, wenn sie uns hintergehen? Wenn sie euch glauben lassen, ihr könnt sie kontrollieren und uns ins Verderben stürzen? Ja, deswegen sollten wir ihnen auch nicht vertrauen. Ich werde mal in Oberdeck gehen und den Kurs im Auge behalten. Im Moment sind wir leider in ihrer Hand, wie es aussieht. Wir können dieses Schiff nicht anders steuern. Es hat keine Segel oder so etwas. Ja, Fräulein Svanjotir, kümmert ihr euch doch erstmal hier um die Leute. Es sind einige gefallen und ich würde sie gerne noch bestatten. Im Namen Efferts und Svafnir natürlich. Ich dachte, ich helfe euch oben. Ich habe mehr Erfahrung mit Seeschlachten als mit Leute bestatten, ehrlich gesagt, aber... Nun, eine Schlacht wird es hoffentlich nicht so bald geben. Ehrlich gesagt, fände ich es sogar ganz gut, wenn keiner von den Nichtoffizieren das Oberdeck betritt. Diese zwei Gestalten und sie flüstern den Leuten zu. Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn wir einer anderen Dämonenarche begegnen, solange wir noch an dieser hier sind? Ich meine, wenn sie feststellen, hier ist irgendwas nicht ganz in Ordnung, meint ihr nicht, sie versuchen direkt uns zu versenken? Wir sollten gewappnet sein, uns zu verteidigen, oder meint ihr nicht? Auf jeden Fall. Das sollten wir mit Yarlan besprechen. Ja, der kommt auch wie auf Kommando gerade aus seiner Tür Danke mal gegangen. Wie geht's eurem Bein? Ich kann drauf laufen.
Ich hab's ein bisschen verbunden, ich hoffe, das war in Ordnung. Ne, danke, schätze ich. Ich hatte wohl oben im Turm ein wenig die Schwäche ereilt. Adaras kommt auf dich zu und umarmt dich. Ich freue mich auch, euch wiederzusehen. Wusste ich nicht. Mich auch. Wie seid ihr vom zweiten Deck aus bis da oben hingekommen? Das Schiff ist komisch. Es vermag Leute in Zwischenräume zwischen den Planken zu ziehen und woanders wieder auszuspucken. Nun, jetzt. Heißt, ich bin froh, dass es dir gut geht. Ja, jetzt ja hoffentlich nicht mehr. Brindisian, die Steuerfrauen hörten, richtig? Die Steuerfrauen hörten, ja. Ich habe angewiesen, dass sie Kurs nehmen sollen, einige Dutzend Meilen südlich von Valusa. Efadaris und ich hoffen, dass wir so vielleicht die Ukuri abfangen können, falls sie wieder Segel setzt. Nun, ich denke, das ist sicherlich ein guter Kurs. Ich hatte gehofft, wir sollten. Verzeiht. Nun, was genau haben wir denn jetzt vor? Valusa, die Urukuri abfangen ist sicherlich gut, oder mal. Ich glaube nicht, dass wir uns in die Nähe der Stadt wagen sollten. Nur für den Fall, dass das Everton ertönt und die Arche unserer Kontrolle entreißt. Das tun wir auch nicht. Wir bleiben außer Sichtweite. Nun und gehen wir doch erst einmal irgendwo hin, wo man sich hinsetzen kann. Nun ja, Lan, hier. Efadaris sagte gerade, wir sollten die Toten, naja, irgendwie bestatten. Ich bin dafür, wir geben ihre Körper zu Swafni, wo sie hingehören. Wir könnten sie hinunterlassen mit Seilen und, naja. Euer Gnaden hier. Kennt euch da sicherlich besser aus als ich, aber ist es wirklich gut, eine Seebestattung in der blutigen See vorzunehmen? Nun, mit einem Grabsegen werden sie auf jeden Fall ihren Weg in Efferts Reich und in Borans Hallen finden. Puh, ich muss erstmal abschätzen, wie schnell sich so eine Arche bewegen kann. Es wäre natürlich schön, wenn wir mit ihr die blutige See bald verlassen könnten. Ihr müsst doch bedenken, hier ist es feucht und wenn die Leichen, naja, sie werden anfangen zu stinken, sie werden wahrscheinlich Gase bilden und ihr wisst schon, dass die Luft hier auch begrenzt ist, nicht wahr? Natürlich, natürlich. Ich habe vollstes Vertrauen darin, dass ihr am besten wisst, wie zu verfahren ist. Nun dann, machen wir, er testet nochmal seinen Bannern und vielleicht auch nur ihr uns doch einmal ans Werk. Und währenddessen können wir besprechen, wie denn unsere weiteren Schritte aussehen sollten. Kurze OT-Frage, habe ich denn gesehen, wo Leichen sind, Frosty? Also, oder die, wo, ja doch, das hast du gesehen, dass du dann nach oben gegangen bist zum Steuerbaum. Die haben dann wohl die verschiedenen Seemänner nach oben gebracht, weil, naja, warum soll die dann irgendwie unten rum liegen, die erschlagenen Numerier und die Wasserleichen, die haben unten keinen Sinn, deswegen hat man sie erstmal oben aufgebahrt. Okay. Ja, dann würde ich nach oben gehen, mich darum kümmern, wie ich ja schon gesagt hatte, einzeln mit Seilen darunter, vielleicht auch ein, zwei Leute, die mir dann helfen, die mit Seilen hinabzulassen und würde sie dann mit einem Gebet zu Swafnir darunter schicken, sozusagen. Warte, von welchem Deck möchtest du das machen? Kannst du das auf der Karte mal zeigen? Moment. Welches ist denn davon? Das Oberdeck ist die. Ist doch ganz das obere, oder nicht? Da, wo 23, 24 und so weiter sind. Ne? Doch. Also da, wo die jetzt gerade liegen. Hier liegen aktuell die Leichen. Und dann quasi von hier, von dieser Seite aus, geht das? Also, dass man sich da hinstellt und dann quasi hier die langsam ins Meer hinablässt? Möglich wäre das. Ihr seid aber aktuell in Bewegung. Wie schnell ihr seid, wisst ihr nicht genau. Das müsstet ihr dann abschätzen mit sowas wie einer Seefahrtsprobe und dann Knoten runterlassen. Aber ihr seid auf ungefähr 30 Metern Höhe, 20 Metern. Auch das wäre wieder abzuschätzen. Definitiv seid ihr weit über der Wasseroberfläche. Was willst du da noch? Also Seefahrtprobe wäre gelungen. Ziemlich gut. Du vermutest, dass ich euch so ungefähr mit
8. Ja, also Geschwindigkeit 8, dementsprechend 8 Meter pro Sekunde. Das ist, ja. Das ist für ein Schiff gut. Also ungefähr so schnell wie ein Schiff mit ein bisschen Wind in den Segeln. Und da wäre es nicht möglich, die einfach quasi mit den Seilen runterzulassen und die Strömung sozusagen wegtragen zu lassen, also aus den Seilen hinaus? Würde es die Seile mitreißen? Dann Wenn könnt ihr diese. einfach eine Seite loslassen vom Seil. Ich meine, wenn das jetzt Seetaue sind, man nimmt die quasi vorne am Kopf zum Beispiel unter den Nacken und hinten unter den Füßen. Man lässt die dann links einer, rechts einer runter und würde dann quasi immer eine Seite des Seils loslassen, sodass wir einfach aus dem Seil rausgleiten. Ginge das nicht? Ja, mit einem richtigen Knoten würde das gehen. Ja, dann. Was soll ich hier würfeln? Ja, fesseln und fesseln. Ja. Sehr gut, dass wir ja gerade gesagt haben, dass wir sie da nicht runterlassen wollen, ne? Es geht. Also, wenn sie das, also sie versucht das mit dem Knoten, oder sie könnte es mit dem Knoten versuchen, so selbstlösend. Wenn du dich gerade mit dem Knoten am Bein, mit dem von dem ersten dann beschäftigst, könnte einfach da jetzt halt nochmal sagen, weil, wie gesagt, wir sind auf der blutigen See. Der Einspruch, der Einwand war schon richtig. Ja, er hat ja gesagt, mach mal und kümmere dich drum. Und da kein Widerspruch kam, habe ich das jetzt umstanden. Also ich, wie gesagt, ich würde da durchgehen, versuche mich drum zu kümmern. Ich hoffe, dass er von da aus da schon weiß, was er haben will. Ich mische mich da nicht ein. Also ich bin mit Effa da aus. Kann man von hier oben, kann man rausgucken, oder? Nach vorne? Ja, du hast hier eine Tür und du hast hier eine Tür. Du hast hier kein Bullauge, weil es nicht über der Wasseroberfläche ist, aber ein Fenster, sag ich mal. Also ich möchte ja zu irgendeinem Aussichtspunkt, um den Kurs zu kontrollieren. Ja, kannst du Kann wie ich. gesagt auch ganz gerne hier durch die Tür und dann stellst du dich hier auf die Offiziersplattform. Da sind dann auch noch zwei verwaiste Harpunale, mit denen könnte man perfekt irgendwelche Leute abschießen. Also von hier aus kannst du dann super hier runter gucken. Ja, so also siehst du dann hier auf dem Oberdeck und hier würdest du dann stehen. Da kannst du dir dann von oben 3 Meter, 4 Meter höher, kannst du dir zusehen, wie sie da die Knoten macht. Neben dir steht wieder die maraskanische Frau, hübsch wie sie ist. Sie macht das so alleine. Vielleicht hilfst du ihr und unterstützt sie, gibst den Menschen, die dort unten gestorben sind, noch einen letzten Segen von dir mit. Was hältst du davon? Ja, aber wir werden. Nein. Fräulein Svanjot hier! Hey, da unten! Lass sie noch nicht ins Wasser! Ich habe schon zu Zwaffen gebetet. Seid ihr eine Priesterin des Wahlgottes? Nein, aber ich fühle mich ihm sehr verbunden. Ah, das reicht leider nicht. Lass sie Das erstmal auf reicht Deck. nicht. Nicht hier in der blutigen See. Meinetwegen, dann gebt euren Segen und dann lasse ich sie hinunter. Klaus ist schon wieder von der Reling oben zurückgetreten. Du siehst ihn auch nicht mehr. Und ja, möchte jetzt den Kurs der zwei Steuerfrauen kontrollieren. Ja, der Kurs, wenn du dir das von oben anguckst, eine Orientierungsprobe. Ja. Ihr seid unterwegs in Richtung Norden. Gut.